Ich bin das Kleeblatt und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder Food Haul Time, meine Liebe. Wir waren einkaufen beim Lidl und beim Tesco. Hier sind alle die Produkte, die wir beim Lidl eingekauft haben. Beim Lidl haben wir so um die 70 Euro ausgegeben. Irgendwie seit 2 Wochen oder so ist der Lidl ziemlich leer. Also viele Regale sind leer. Nicht nur Klopapier, sondern auch Sahne zum Beispiel. Milch war sehr rar. Deswegen haben wir zum Beispiel auch nur eine. Keine Ahnung, was Lidl hat. Ziemlich leer. Ja, gerade so Backwaren oder so ist ziemlich leer. Wochenplan habe ich ja geschrieben und demnach halt eingekauft. Dann fangen wir doch mal gleich an. Und ja, womit fange ich an? Am besten mit Fleisch und frischen Sachen, weil die müssen ja gleich in den Kühlschrank. Deswegen, genau, machen wir so. An Fleisch habe ich beim Lidl gekauft. Putenfleisch, wie immer. Genau. Dann 2 Packungen von den Familienpackungen sind 4 Stück drin. Das sind Hähnchenbrustfilets. Habe ich dann, so seht ihr es, ne? Habe ich dann jeweils immer 4. Das 2-mal. Dann habe ich hier so einen Aufstrich wie Frischkäse, sowas in der Art. Mit Kräutern, richtig lecker. Dann haben wir hier, muss auch achten, was wir hier, genau, die Milch, laktosefrei natürlich. Dann so eine Art Joghurtdrink mit Passionsfrucht und Pfirsich, sowas in der Art. Und ja, richtig lecker. Das nimmt Thomas zum Mischen für sein Müsli, was wir hier auch haben. Einmal, ja, sein leckeres Müsli. Dann habe ich ihm dazu geraten, doch ein Müsli auch zu nehmen mit Honig und mit Banane. Reich an Protein. Das mischt er dann alles so zusammen für sein Müsli. Genau. Bin ich mal gespannt, wie ihm das schmeckt. Wir werden berichten. So, dann haben wir hier einmal unseren weißen Cheddar mal wieder. Den kennt ihr auch schon. Dann haben wir einmal Parmesankäse, den brauchen wir auch immer. So, das habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich hier einmal Basmati-Reis. Den finde ich immer noch am besten zum Kochen. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie mal hängen geblieben. Ich habe alle möglichen Sorten an Reis ausprobiert und der ist wirklich gut. Dann unsere chinesischen Nudeln, die sind auch wirklich richtig gut. Dann haben wir mitgenommen 3-mal so Tüten, ja, 27 Gramm Popcorn. Steht mit Kalorienzahl drauf, 120 Kalorien. Mal so zum Naschen haben wir 3 Beutelchen mitgenommen. Dann einmal so ein Schabletten-Gouda-Käse. Dann einmal Gouda-Käse mitgenommen aus dem Lidl, wie immer. Und natürlich die deutsche Salami. Mehr esse ich nicht an Aufschnitt. Ich esse wirklich nur Salami und Kochschinken, auch nur gekocht. Also in irgendein Gericht oder Pizza drauf oder so. Aber so mag ich den gar nicht, weil der so mit Fett und so ist. Deswegen den esse ich gar nicht. Mehr Aufschnitt haben wir gar nicht. Meistens Käse oder Salami oder Marmelade. Dann einmal so Würstchen auch wieder mitgenommen für ein Gericht auch. Dann, da wird er wieder meckern, aber ich wollte die mal probieren. Das sind Nussriegel mit verschiedenen Nussarten und mit Pflaume als Geschmack. Richtig geil. So mal zwischendurch, so ein richtig geiler Snack. Aber die werden wahrscheinlich auch viel Zucker haben. Am besten selber machen, aber so welche Silikonförmchen habe ich bis jetzt noch nicht gefunden dafür. Genau, und dasselbe dann nochmal in Schoko. Dann gibt es noch diese leckeren Frühstückskekse. Die müssen auch sein. Ja, und worüber ich mich gefreut habe, ist, ich habe schon so lange kein vernünftiges Brot mehr beim Lidl gesehen. Immer als wir abends kamen, so gegen 7 fahren wir meistens los und brauchen über eine Stunde. Oder 7, halb 8 fahren wir meistens, weil da nicht so voll ist. Und diesmal habe ich mich richtig gefreut. Zwar waren keine Brötchen mehr da,
aber Brot und ich sag zu Thomas, wir müssen es mitnehmen. Lecker Brot, lecker. So ein Mischbrot ist das. Oh, lecker. Ich habe mich richtig drüber gefreut. Brot, echt geil. Dann zweimal Aufbackbrötchen für sonntags. So, jetzt kommen wir zu den ganz leckeren Sachen. Die hatten wieder diese Mini-Stollen gehabt, so mit Marzipan. Und ich habe halt auch mal zwei mitgenommen, weil die sind so klein. Und für drei Personen reicht das dicker aus, dass man nicht so viel isst für die Weihnachtszeit. Ne? Genau, und dann kommen wir zu den Non-Food-Sachen vom Lidl. Da haben wir hier einmal mitgenommen, so richtig schön verpackt. Hello Winter ist so eine Tasse mit dabei, das hatte mein Mann gesehen. Mit einem Stern drauf, richtig schön für die Adventszeit und so für Weihnachten. Und da war dann halt auch ja, mit Süßigkeiten drin. Die Süßigkeiten habe ich schon überlegt, die werde ich ja verschenken. Da habe ich auch schon eine Idee, wer das kriegt. Und ja, die Tassen sind richtig schön. Nur leider haben wir nicht gesehen, dass pro Tasse 5 Euro kostet. Also das ist schon, ja, für so eine kleine Tasse ziemlich viel. 5 Euro, aber es sind noch Süßigkeiten dabei. Also von daher sind verschiedene Motive. Das ist hier zum Beispiel so ein Weihnachtsmann mit einem Elch. Ne? Ja, richtig schön. Und dann haben wir hier noch, dann haben wir hier jetzt noch so ein, ja, ein Weihnachtsmann mit einem Elch. Richtig schön. Also ich finde die gut. Die werdet ihr dann nochmal genau sehen in den Christmas Vlogs. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, mein Mann wollte gerne ein Gartenzwerg haben, weil es so, ja, ist das typisch deutsch? Schreibt mal unten in die Kommentare, wenn man, ich wollte Fruchtzwerg sagen. Nein! wenn man Gartenzwerge mag, ist man dann typisch deutsch? Ja, ne, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall möchte er sich gerne in die Fensterbank stellen. Da hat er schon letzte Woche mit geliebäugelt. Es waren jetzt noch drei da oder so und deswegen hat er das mitgenommen. Habe ich dann noch Kerzen mitgenommen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die das jetzt werden für einen Adventskranz oder beziehungsweise nee, Adventskranz mache ich nicht selber, weil ich weiß nicht, wo man jetzt im Lockdown so ein Nadeln, also Tannenzweige herkriegen soll. Ich hätte jetzt so mir gedacht, dass ich das quasi so auf so ein Brettchen quasi stelle und dann ein Kügelchen rein, ein bisschen Deko rein und dann mal gucken. Ich lasse mir noch was einfallen. Da habe ich auf jeden Fall 4 Kerzen mitgenommen in so Weinrot. Ja. Mal gucken, ob aber Rot wollte ich nicht, Weiß hatten sie nicht. Ja, gut. Dann habe ich die mitgenommen. Kosteten, glaube ich, irgendwas bei 2 Euro noch was. Dann hat Thomas... Oh, das riecht gut. Das ist Apple. Das sind so Kerzen für 1 Euro gewesen. Haben wir auch mitgenommen. Weil die kann ich nämlich hier ganz gut hinstellen. Die sind schon startklar für Weihnachten. Ich stelle hier so mit auf den Tisch. Und dann habe ich noch eine. Oh, die riecht wie gebackener Teig. Also Plätzchenteig. Auch gut. Ja. Das war jetzt Lidl gewesen, meine Lieben. Ja, cool, oder? Dann geht es gleich mit Tesco weiter. Ich habe jetzt erstmal noch das Tiefkühlgemüse, wenn es schnell gleich weg muss. Da habe ich mitgenommen 2x Erbsen. 2x Erbsen. Gefroren. Dann habe ich hier mitgenommen so eine Mixmischung mit Brokkoli, Blumenkohl und Möhren. Und dann natürlich auch Brokkoli. Ne? Ich muss das ganz schnell. Lieben, jetzt geht es mit Tesco weiter. Wir haben bezahlt 60 Euro beim Tesco. Eigentlich hätten wir, ich glaube, fast 80 Euro bezahlt. Hatten aber einen Gutschein von 15 Euro, den konnten wir einlösen, weil wir 80 Euro hatten und haben somit 15 Euro gespart. Somit liegen wir irgendwas bei 65 oder 68 Euro. Ja. Ja, beim Tesco. Was haben wir beim Tesco mitgenommen? Wenn ich hier so schaue, ist sehr, sehr viel Plastik.
bei Gemüse und Obst. Ich kann es nicht ändern. Ich habe mich umgeguckt. Ich habe mich bemüht, viele Dinge ohne Plastik zu finden oder mit nicht so viel Plastik. Es ist in Irland fast unmöglich. Dr. B. Ich habe immerhin 4 Teile ohne Plastik gefunden. Ja, beim Gemüse. Fangen wir mal an. Und zwar habe ich 2-mal Lauchzwiebeln mitgenommen. Ohne Plastik. Dr. B. Und den Lauch habe ich statt mit einer Plastikhülle, habe ich jetzt die losen genommen. Ja, 2-mal Lauchstangen. Dann haben wir ganz leckeren Weintrauben mitgenommen. Leider mit Plastik. Dann habe ich 2-mal von diesen Paprikas mitgenommen. Einmal rot, einmal gelb. Dann natürlich die Möhren. Dann ein Eisbergsalat. Auch mit Plastiktüte. Ja, ich hätte ein Eisbergsalat so nehmen können. Da wäre aber auch Plastik drumherum. Dann Zucchinis. Habe ich geguckt, ob es die einzeln gibt, ohne irgendwas. Oder einfach nur so mit einem Bändchen drum, mit Pappe. Habe ich auch nirgendwo gesehen. Deswegen einmal Zucchini, 2 Stück. Dann habe ich die Pink Lady Äpfel. Die mögen wir am allerliebsten. Gibt es leider nur verpackt. Dann eine Gurke, auch leider so verpackt. Ich habe geguckt, ob es eine ohne gibt, eingeschweißt. Gibt es nicht. Im Lidl kannst du jetzt kein Gemüse kaufen. Es ist fast nichts mehr da. Es ist mega leer seit, ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, seit 2 Wochen. Genau, dann wollte ich mal mitnehmen, jetzt fällt mir das Wort, Schnittlauch. Wenn ich rieche, fällt es mir wieder ein. Schnittlauch mitgenommen. Leider hatten sie das nicht im Topf, deswegen habe ich das jetzt quasi so mit Tüte mitgenommen. Da ist Schnittlauch drin, schon geschnitten. Tut mir wirklich leid, mehr kann ich nicht dazu sagen, will ich auch nicht sagen. So, Zuckerschoten für mein chinesisches Gericht. Ich finde die immer richtig lecker, sind leider auch im Beutel. Ah, ich wollte es nicht sagen. Womit mache ich weiter? Mit noch was Gesundem? Ja, mache ich. Ich habe mir überlegt, statt immer nur Weizen auch mal Vollkornnudeln zu kaufen. So, das ist der Unterschied, wie ihr das immer sehen könnt. Ist egal. Einmal Vollkorn, einmal normal. Könnt ihr mal gucken. Habe ich mich bewusst für entschieden. Macht auch länger satt. Vollkornnudeln, weiß ich, sind gesünder. So. Dann, genau, brauchen wir für ein Gericht mal wieder Oregano. Habe ich jetzt nicht mehr da gehabt. Deswegen haben wir dann Oregano mitgenommen. Gewürz. Dann, was kann ich noch sagen? Ah ja, die Reisnudeln sind sehr, sehr lecker. Die mag ich sehr gerne. Die kommen immer so in Eintöpfe rein bei mir. So, und dann haben wir hier so mit Kürbiskernen Brötchen mitgenommen, mit Kürbiskernen. Die mag Julia sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier so eine Art belgische Waffeln. Genau, Belgian Style steht. Ja, mit Zucker. Dass die nochmal verpackt werden in der Verpackung, ja, ist bescheuert. Also das heißt quasi, die sind hier nochmal, ich nehme einen raus. Also ist jetzt so Verpackung. Machen wir auf. Sind quasi nochmal einzeln verpackt. Blöd, oder? Genau. Und dann Käsebrötchen. Habe ich dann vorne bei den Kräutern gesehen, das ist eine Ingwerpaste. Ich möchte das gerne beim chinesischen Gericht ausprobieren, ob das ja besser ist wie ja, die Knolle Ingwer. Also einfach so einen Ingwer frischen Ingwer zu kaufen oder ob das gleich kommt mit dieser Paste. Ja, 1,29 Euro oder so. Ich möchte es mal ausprobieren, ich habe die noch nie probiert. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob ihr schon mal eine Ingwerpaste probiert habt. Dann 2-mal Bagels mitgenommen. 2-mal Kartoffeln. Die sind ja 2 Kilo Sack, genau. Und zu guter Letzt noch was? Toastbrot, was ich ja gleich einfrieren werde. Und 2-mal
Kaffee, Weißer, Getränke noch alles. Ja, ach nee, hier steht ja auch noch was. Ich komme ein bisschen durcheinander. Das ist quasi so eine Tomatensoße, Pizzasoße. Wir suchen gerade noch so unser eigenes Rezept. Genau. So. Dann habe ich hier 5 Euro Lindt Milchschokolade mitgenommen. Weil ich finde die einfach lecker. Die hebe ich mir auf. Die sind so geil. Oh, ich liebe die. Ja, und dann haben wir hier noch, ja, der schwitzt schon wieder, den Tropic Saft für Julia. Dann haben wir hier noch so einen Sprudel mit Rhabarber und Apfel. Richtig lecker auch. Habe ich 2 Flaschen mitgenommen. Dann, wenn ich bei den Getränken gucke, 5x7up war im Angebot gewesen. 5 Flaschen. Aber das sind ja 2 Liter Flaschen, ne? Dann haben wir 2 Liter Flaschen Wasser. 6 Mal und 2 Kanister Wasser und das sehe ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber wir haben, ich glaube, 4 Feuerblöcke mitgenommen zum Heizen, Kohleblöcke, sowas, die sind quasi so als ganzes Stück, ne, so. Die haben wir auch bei Tesco gekauft, juhu, wir brauchen wieder Spülmaschinensalz, ganz wichtig. Und Fairy. Spülmittel war auch leer. Ja. Ja, das war unser Wocheneinkauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert doch gerne unseren Kanal, darüber freuen wir uns immer sehr. Über Kommentare freuen wir uns auch. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch kein Video mehr verpasst von uns. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben. Bye.